Hallo und herzlich willkommen zurück. Tja. Falls sie jetzt kommt. Ob wir es schaffen. Balken. Scheiße, Mann. Los, schaffst du das? Oh, der ist ein bisschen geschickter als wir, ne? Oh, doch nicht. Der kann hier aber auch hoch, das weißt du, ne? Verstecken. Die Tür zu, Mann. Ich habe extra ein bisschen gewartet, in der Hoffnung, dass ich... Boah, ist der riesig. Dass ich schaffe. Der ist echt groß, der ist größer als die anderen, ne? Was? Muss ich ja gleich wieder zurückbilden, ne? Fick dich. Ich hab dich, Motherfucker. Ah. Gut, okay, die hat schon mal überlebt. Jetzt zumindest gerade aktuell. Ah. Oh je, die schon wieder. Der Fluch ist gebrochen. Was es auch kostet, wie viel von der nächtlichen Dunkelheit auch bleibt. Die Zukunft ist jetzt ein bisschen freundlicher. Oh, okay. Die Opfer dieser Familie hat sie selbst verschuldet. Sie verdient kein Mitleid. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich wusste... Wenn ich es richtig anstellte, würde es in Hackett's Quarry genauso kommen, wie ich es gewollt habe. Gerade, ne? Und nun? Warum? Tja, ich nehme an, das war's. Keine Sorge. Deine Hilfe vergesse ich dir nie. Warum ist das so unscharf gerade? Hm, eigenartig. Das soll sie jetzt gewesen sein? Kapitel 10. Okay. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring.
puts its ring and I rise, wipe the sleep out of my eyes. Sehr schön. My shaven razor's cold and it stings. Trotz natürlicher Verletzungen. Aha, okay. Ich weiß auch nicht, was gerade da ist. Ne, keine Ahnung. Sonst wäre noch Bruce Cressley werden. Okay. Mhm. Ja, das haben wir gemacht, genau. Schicksalwartete, aha. Oh. Oh, okay. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean? Huh. Schnell die Texte, ne? Dann kann man garantiert auch töten. Kommt doch darauf an, wie man es anstellt, ne? Es gibt ja irgendwie ein super optimales Ende. Müsste man wahrscheinlich mit Guide machen, damit man dann weiß, was man machen muss. Leichenfund bei mysteriösem okay. Mordfall im Sommercamp. Was sagst du dazu, Anton? Mieser Journalismus. Ein ungeklärter Mord ist doch nicht zwingend mysteriös. Ja, das würden wohl die meisten Journalisten sagen. Aber vielleicht vermuten die in North Kill übernatürliche Einflüsse. Genau wie ich. In North Kill gibt's wahrscheinlich auch wenig Konkurrenz. Die werden nicht gerade die besten Schreiberlinge haben. Okay, können wir jetzt den Podcast vorstellen, bevor du ganz dem Zynismus verfällst? Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten.
Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Ja. Was, wenn ich geleakte Fotos von einer ihrer Kameras hätte? Fotos, die sie in Hackett's Quarry zeigen, am mutmaßlichen Fundort der Kamera? Ich würde annehmen, dass sie dort waren und die Kamera verloren haben. Nur eine Frage, Anton. Aus welchem Grund fällt einem die Kamera aus der Hand? Man stolpert über eine Wurzel. Wird angerempelt. Unebene Pflastersteine. Oder man wird ermordet. Eine verlorene Kamera macht noch keine vermissten Wanderer. Wo sind sie jetzt? Was weiß ich? Menschen verlaufen sich andauernd im Wald. Das kommt 100 Mal im Jahr vor. Die tauchen wieder auf. Ich hab noch mehr. Ach was. Mm-mm. Ich vertraue dir jetzt noch was anderes an. Meinen Quellen zufolge wurden auch ihre Rucksäcke im Sommercamp gefunden. Echt? Warum weiß die Öffentlichkeit da nichts davon? Warum stehen die Hackets nicht unter Verdacht? Darauf will ich hinaus. Vielleicht wären sie es ja, wenn jemand wüsste, wo sie sind. Wird hier vielleicht was vertuscht? Und da geht mal wieder die Fantasie mit dir durch. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay. Und dann lebten sie nur noch von dem Land. Ja, du sagst nur. Aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Gucken, ob noch was kommt. Zurück bei Bizarr oder Banal. Was geht weiter? Heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich.
Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das krieg ich wohl hin. Einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser scheiß Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Hm, okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber es ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich gebe mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Vielleicht flippst du ja ein wenig aus bei dem hier. Ih, ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Hm. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt sehen können, oder? Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Das gleich würde ich zwar nicht als offensichtlich übernatürlich bezeichnen, aber wir sollten trotzdem drüber reden. Okay, ich würde bisher nichts davon als offensichtlich übernatürlich bezeichnen, aber von mir aus... Kratzspuren. Wow, du hast recht. Das ist ein Downer. Aber irgendwie auch interessant, weil jemand dachte, dass es sich lohnt, davon zu erzählen. Grace... Das ist alles vielleicht nur ein raffinierter Streich. Ja, aber wenn ich alles so behandeln würde, hätte ich keinen Job. Ah, da hast du wohl recht. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh das doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe.
Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich gebe dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein. Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast. Jetzt bin ich halt am Überlegen, warten wir noch oder? Gute Frage, ne? Ich glaube, ich würde noch warten. Ja, wir warten mal noch ein bisschen, würde ich sagen. Ich lasse es einfach laufen. Ihr könnt ja noch mal gucken, was noch was kommt. Ansonsten muss ich sagen, cooles Spiel insgesamt gesehen. Ein bisschen manchmal doof mit den Entscheidungen, weil man nicht ganz genau weiß, was die Charaktere damit jetzt eigentlich wirklich machen. Ne? Also, aber ansonsten Spielprinzip, was man von früher schon von anderen Spielen kennt, was immer noch Spaß macht und gut umgesetzt ist. Ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Ich habe schon ein anderes Spiel, was wir machen werden, was aber deutlich mehr in die Richtung Horror geht.
was wir da spielen werden, das fangen wir dann vielleicht nächste Woche an. Ich muss gucken, der August ist ein bisschen vollgestopft, zumal mein eigener Geburtstag auch diesen Monat noch ansteht und ich da noch ein bisschen was tun muss. Deshalb möge es mir nachgesehen werden, falls ich es jetzt nicht schaffen sollte. Gut, okay, das ist jetzt dieses Wochenende. Ein bisschen später, aber mal gucken, ich muss mal schauen. Wochenenden sind eigentlich immer vollgestopft in letzter Zeit. Da ist immer viel zu tun. Mal schauen, ich probiere mal, ob wir es hinkriegen, zu nächster Woche dann schon mit dem neuen LP anzufangen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.